Herzlich willkommen im Besucherzentrum Zeit und Messelwelten am UNESCO Welterbe Grobe Messel. Wir begrüßen Sie hier in einem Gebäude, dessen einzigartige Architektur die Facetten Feuer, Wasser, Licht, Luft und Leben in besonderer Weise zeigt. Die 6 großen Themenräume des Besucherzentrums stellen wir Ihnen in unseren Videoclips vor. Die Räume und ihre Gestaltung sind verknüpft mit der Entwicklung dieses Ortes und seiner heutigen Bedeutung für uns Menschen, und zwar allen Menschen auf der Erde. Wir hoffen, dass Sie als Erwachsene, wie auch Ihr Kinder, neugierig werdet, uns zu besuchen. Die Jüngeren nehmen wir mit auf eine Stippvisite in Geschichten, die unsere Zeitreisencrew erlebt. Doch seht und hört gleich selbst. So, schauen wir nun weiter auf unseren nächsten Raum mit seinen warmen Rottönen. Vielleicht habt ihr euch schon immer einmal gewünscht, so nah wie möglich an einem Vulkan zu sein, ohne dabei riskiert zu haben, sich zu Schaden zu kommen. Unsere Gäste können das tatsächlich hier in der Grube Messel erleben, denn genau hier stehen wir im Vulkankrater. Tatsächlich sinnbildlich. Schauen Sie sich die schwarzen Gesteine an. Es sind tatsächlich die glühenden Funken, die ihr vielleicht schon einmal bei einem aktiven Vulkanausbruch, etwa am Ätna in Italien oder im Fernsehen beispielsweise von Hawaii gesehen habt. Hier im rot gestalteten Raum, der an dieses Feuer erinnern soll, sind sie erkaltet. Daher sind sie schwarz, wie etwa Aschen in der Vulkaneifel oder am Eingang der Grube. Wenn wir hier genau hinsehen, können wir in den zerfetzten Teigstücken der vollmals glühenden Gesteinsschmelze noch die Blasen entdecken, aus welchen der Wasserdampf und andere Gase aus dem ehemals glutflüssigen Brei oder Teig herausgespratzt sind. Mir selbst wird bei dieser Vorstellung schon ganz warm. Das Feuer der Erde, das in Tiefen von 60 bis 100 Kilometern unter unseren Füßen glüht, hat hier an der Grube Messel mit diesen Gesteinstücken seine Spuren hinterlassen. Die Ursache solch gewaltiger Auswirkungen können wir hier ansehen. Es ist kaum vorstellbar, dass es dort unten so aussieht. Doch aufgeschmolzenes Gestein verhält sich zunächst ganz friedlich, weil es so viel Gewicht über sich hat. Erinnern Sie sich, 60 bis 100 Kilometern. Nur den tief unter den Erdrinde vorhandenen Kräften unserem Planeten verdanken wir es, dass diese dünne Haut, im Vergleich ist sie nur so dünn wie die Schale eines Apfels, auch aufreißen kann. Dann allerdings schießt die glühende Gesteinflut in einer unvorstellbaren Geschwindigkeit an die Oberfläche der Erde. Werfen wir einen Blick in diese Welt. So überließ sich Willy Basalt eine Weile dem wohligen Gefühl, wie in eine Wiege hin und her geschaukelt zu werden. Laut jubelt er, hui, hui, hui. Gerade als er dachte, dass nun mal wieder eine Abwechslung an der Tagesordnung sein könnte, verspürte er eine starke Bewegung nach oben. Ich komme, jauchzte er. So, aus einer der weiteren Geschichten von uns für Kinder und neugierig gebliebene Erwachsene. Und gespannt zu erfahren, wie es weitergeht, auf unserer Webseite oder im November auf unseren Sonntagslesungen erfahren Sie mehr. Kommen Sie vorbei. Nun zurück zu diesem Raum. Hier wurde der Weg der Gesteinsschmelze zunächst von Wasser versperrt. Allerdings wohl nur kurz, da ihr Kontakt eine irre Energie freisetzte. Die harten Gesteine wurden zerrissen, in die Luft geschleudert und sind dann wieder auf die Erdoberfläche niedergeregnet. Das ist wirklich spannend und ist auch an manch anderen Stellen auf der Erde geschehen. Habt ihr beispielsweise die Insel Lesbos im Ägäischen Meer schon kennengelernt? Ja, dort gab es auch sehr feurige Zeiten. Glücklicherweise können unsere Gäste dies alles in Grube Messel erleben, in einer besonderen Atmosphäre und natürlich gefahrlos. Wir freuen uns, dass Sie uns begleitet haben. Herzlich willkommen!